Herzlich willkommen zum sechsten Part, sechsten Folge von Deal or No Deal hier im Konfliktkanal. Nach einem herzzerreißenden Finale in Folge 5, in der Jung knapp vor seiner zweiten Million vorbeigeschrammt ist, geht es dieses Mal weiter mit dem nächsten Herausforderer, Celines Titel von letztes Jahr anzugreifen und in die Top 4 zu kommen, nämlich Cooper. Hi. Ja, guten Tag, meine lieben Zuschauer. Find's gut, wieder dabei zu sein. Die Uno, die macht Spaß. Wieso nicht? Ist klein, ist kompakt. Kann bei nichts verkacken. in dem Sinne. Und die Sache ist halt, ich meine, im letzten Jahr hätte ich locker den Sieg holen können mit 400.000. Hätte ich in dem Sinne auch gemacht, wenn ich safe gespielt hätte. Habe ich aber nicht, weil da die Million noch draußen war. Und deswegen wollte ich halt die Zuschauer unterhalten, ich meine, den Part ein bisschen länger machen. Und in dem Sinne, weil es da um nichts Wirkliches ging für mich. Ich wollte halt mehr Unterhaltung und einfach die Mille oder nichts. Und ich habe nichts bekommen. Weil ich hätte es am Ende, dann war die Mille weg und dann habe ich weitergespielt und am Ende nur 200 € bekommen oder so. Das fand ich nicht so schlimm. Aber jetzt geht es um etwas, denn jetzt geht es darum, auch mal wieder nochmal auftauchen zu können unter den besten vier. Deswegen werde ich jetzt mal safe spielen, hoffentlich Glück haben. Mal schauen. Und die 100 Euro oder 100 Dollar von Daniel. Ja, ich meine, wie viele Leute kommen noch? 5. Wir haben Ja, gerade die du bist bei, Hälfte. genau, bei 5 Leuten sollte ich definitiv was Gutes machen und nicht nur versuchen, eine 100 € zu toppen. Also Ja, 5 kommen natürlich. noch, es kommt jetzt noch ich. Also ich, du wirst ja auch noch so und so nochmal auftauchen, weil du der Moderator von mir bist, vom Ende, wo ich auftrete. Sie. Dann Wir machen es so wie beim letzten Mal. jetzt bist du dran und dann kommt dann noch Flo, Celine und Rafa. Okay, hast du Rafa schon ist mit Flo? Premiere. Hast du, okay, hast du schon mit Flo Kontakt aufgenommen? Flo habe ich schon Kontakt aufgenommen. Flo hätte mir vorgeschlagen, dass wir für die Zuschauer oder die Bundesland, aber morgen Abend es aufnehmen hätte können, aber wie ich dir gestern auch schon gesagt, morgen Abend geht es bei mir nicht. Tja. Aber da ja wöchentlich eine Folge kommt, haben wir die ganzen Februar Zeit, noch Parts zu produzieren. Jetzt sind wir schon Mitte Natürlich. März sogar. Also mit mir haben wir Also. noch ein paar und Celine, glaube ich, gehe ich schneller ran und Rafa ist halt irgendwie noch schwer ranzukriegen, aber das schaffen wir auch. Ja. In dem Sinne, ich erwarte nichts, weil bei solchen Spielen, da kannst du so taktisch mit taktisch rangehen, wie du willst. Aber am Ende, wenn du einfach nicht Glück gehabt hast, dann hast du nicht Glück gehabt. Weil du musst halt einfach in dem Sinne im besten Fall einen Koffer mit einem hohen Betrag erwischen. Und halt selbst wenn du einen Koffer mit zum Beispiel mit einem niedrigen Betrag hast, musst du halt einfach so lange hochpushen, wie es geht und dann an der Stelle dann Ciao sagen. Aber dafür musst du halt, wie gesagt, einfach Glück haben, dass du nicht die ganzen hohen Beträge dann alle weghaust. Und so, deswegen ist es halt komplettes Glück. Deswegen erwarte ich auch nichts in dem Sinne. Ich freue mich über was Gutes, ich ärgere mich über was Schlechtes, aber ich erwarte nichts. Ich habe keine Erwartungen, keine Anforderungen. Ich sage jetzt nicht, ich muss unbedingt gewinnen. In dem Sinne, das Einzige, was ich natürlich nicht möchte, ist die Cent zu erhalten. Das kann gerne, Stück bleiben. genau, es kann gerne bei Stücks bleiben. Darauf habe ich keine Lust, die Cent zu kriegen, den Cent zu kriegen. Ich meine, gefühlt, wenn nur noch Cent und was anderes übrig ist, dann nehme ich einfach den Deal, weil ich dann keinen Bock habe, den Cent zu kriegen. Aber so Außer weit wenn, jetzt außer wahrscheinlich wenn, nicht. außer wenn 1 Cent und 1 Mille noch übrig sind, dann denke ich drüber nach. Dann ist es wert, das Risiko einzugehen. Ja. Oder wenn 1.57.000 irgendwie was verdammt Hohes noch da ist. Dann lohnt es sich. Aber in dem Sinne, ich bin halt so, ich werde jetzt definitiv safe spielen. Wenn so ein Deal wie 400.000, 500.000 kommt, so was Hohes, wie ich das damals hatte, dann ist es auf jeden Fall eine richtig hohe Summe, womit ich mir sicherlich in den Top 4 landen würde. Und da sage ich dann dieses Mal Deal. Aber legen wir mal los, bevor wir unsere Zunge abreden. Und Erst ich wichtige nehme wie Frage, immer, welchen Kopf hättest kannst du raten, was ich nehme? sieben.
Genau. Meine Lieblingszahl, meine Glückszahl, die Zahl der letzten zwei Male. Beim letzten Mal hat sie mir kein Glück gebracht, beim vorletzten Mal glaube ich auch nicht, aber ich nehme sie trotzdem. Wollen wir mal die ersten sechs Koffer öffnen und dann kann man immer noch. Weißt du was? Mach einfach 1 bis 6. Langweilig, aber gut. 1 bis 6. Beginnen wir mit der Nummer 1. 200.000. 200.000 schon mal weg. Ist nicht gut. Dann die Nummer 2. Die 50.000. 50.000 Die Nummer ist auch 3. nicht gut im Moment, weil Die 10.000. 10.000. Also bis jetzt alles nur aus der anderen Hälfte ist gerade die schlechteste Erstrunde, die man haben kann, aber das heißt, es kann nur besser werden. In der 4 war bei der letzten Runde mit Jung die Mille drin. Diesmal 100.000. 100.000. Also ich hier gerade nur die schönsten Beträge. Ich glaube, ich schaffe es nicht in die Top 4 so. Nochmal Und die nochmal. 5. 75.000. Jo, es kann nur besser werden. Und 6. 25.000. Du hast. Also sechs Beträge konsequent aus der rechten Hälfte. Also so wird's gemacht. Der Banker wird mir jetzt ein super Angebot geben. 15.000. Hey, 15.000, ich meine. Das war besser als manch andere Startangebote. Hm. Du hast eigentlich, du hast jetzt sechs Beträge konsequent alle von einer Richtung abgelöst, von 5.000, von 10.000 bis 200.000. Aber die ganzen, alle über 200.000 stehen doch da. Deswegen ist das Angebot noch hoch und wenn man schlau ist, sagt man am Anfang, no deal. Also. Sicher, glaubst du, triffst jetzt auch mal einen von der linken Seite? Die prozentuale Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass ich mal von der linken Seite was erwische und das wird dann den Betrag des Bankers auch definitiv erhöhen. Deswegen macht es Sinn, no deal zu sagen, die ganzen kleinen Beträge wegzuschnappen und sich dadurch das Bankerangebot definitiv erhöhen zu können. Du Also 1000 ist in würdest dem mit Sinne noch nichts. 15.000 aber klar vor Dahl stehen. Ja, bringt mir nicht viel. Und vor Jung. Ja, und voll jung, der nicht in dieser Liste auftaucht. So, dann dieses Mal, ich habe das nur einmal so gemacht, dieses Mal nehme ich die 17 und so und springe jetzt hin und her. Die 17, das war Jungs Koffer. Okay. 750.000. Das hätte Jung mehr gefallen. Mein Glück ist echt gerade berauschend. Ich nehme mal die 19. Die 19. 500.000. Also ich nehme gerade die gesamte linke Hälfte weg, ne? Ich Echte. glaube, weißt du was? Ich wünsche mir jetzt sogar, glaube ich, dass ich jetzt die nächsten fünf Koffer alle von der linken Seite ist, weil es wäre super witzig. Das wäre einfach so witzig, wenn ich alle Sachen von der linken Hälfte eliminieren würde. Und das Beste, was der kriegen kann, ist über 50 Euro. Also machen wir mal die 26 weg. 26, der höchste Koffer. Sieht schlimm aus, aber hey, Wir da, haben. mein erster Betrag aus der linken Hälfte, unglaublich. Aber es kann nur besser werden, immer noch. Wir nehmen mal die 16. Subs Koffer. Dieses Mal wären 500.000 drin gewesen, diese Staffel. Subs Koffer, den er immer genommen hat. Diesmal wäre es die 1000 gewesen. Aber von der rechten Seite. Alter, ey, das ist so bitter, wie es gerade bei mir läuft. Also wer mich da noch der Lacker nennt, der kann mich mal. Also nehmen wir mal die 11 weg. Der letzte Koffer dieser Runde. Dann schauen wir mal, wie es steht. 25. Es waren jetzt mal zwei gute Koffer. Ja, und drei schlechte. Mal schauen, wie das Angebot wird. 34.000! Es wird sogar. Ich meine, ich hab. Guck mal, Leute. Ich will ja nichts sagen. Es gibt aber nur noch drei Koffer, die das toppen würden. Und danach kann es nur bergab gehen. Und du musst vier Koffer öffnen. Deswegen, eigentlich logisch gesehen, kann ich eigentlich gerade prozentual nur noch kleine Koffer erwischen und es immer höher treiben. Aber wenn ich jetzt nur noch einmal irgendwie diese drei hohen Beträge, einer der drei hohen Beträge erwische, dann ist es vorbei. Wenn ich jetzt zum Beispiel die Mille erwische, dann tschüss, dann
kann ich mir die 2000 nehmen und in der Ecke weinen, weil ich es dann definitiv nicht unter die Top 4 mache. In dem Sinne, 34.000 ist halt auch einfach nichts. Es ist klar ein bisschen mehr, aber wenn man hier schaut, ne, 125.000, 342.000, 190.000. Ich meine, es besteht immer noch die Chance, dass ich einen dieser höheren Beträge in meinem Koffer habe. Es kann sein, dass es in meiner Nummer 7 die Mille ist. Es kann sein, aber es kann auch nicht sein. Ich werde es nie herausfinden, wenn ich jetzt aufhöre. Ich kann den Betrag immer noch höher pushen. Mit denen, die gesamte rechte Hälfte, linke Hälfte ist noch da. Die kann ich alles wegfarmen und meinen Betrag in die Höhe schießen lassen. Deswegen auf jeden Fall No Deal. Also du willst jetzt nicht sagen, dass die 34.000 dir schon reichen? Nein, 34.000 ist mir definitiv zu wenig, um aufzuhören. Und die Situation ist noch viel zu hoffnungsvoll, weil ich noch viele kleine Beträge abarbeiten kann. Du kannst aber, jetzt musst du 4 Koffer öffnen, damit kannst du die komplette rechte Seite weghaben. Kann ich, aber ich meine, ich bin mit 34.000 nicht zufrieden. Das heißt, ich denke mir, scheiß drauf, 34.000 ist mir zu wenig. Ich meine, wenn ich es jetzt verkacke, dann habe ich es verkackt, aber 34.000 ist nicht zu wenig, um dir zu sagen. Das muss ich definitiv noch höher treiben, bevor ich aufhöre und sage, das reicht mir. Aber 34.000 ist nichts. Ich meine, ich würd bei 200.000 sagen, ist gut, aber oder 150.000 oder so, aber 34.000 ist nichts, gar nichts. Nada, niente. Da machen wir jetzt 4 Koffer auf und dann würde ich sagen, würden wir langsam mit dem Diktier beginnen können. 750. Das war der höchste der kleinen Beträge. Dann nehme ich mal die 12. 12. 400. Ist so, weil jetzt will ich nämlich konsequent hoffentlich die linken Beträge abarbeiten, dadurch das Angebot noch höher treiben. 15 bitte. Jedenfalls, wenn jetzt du hast du jetzt. Diese Runde ist alles safe. Du kannst immer noch nicht die Koffer weghauen, die dich noch von den Top 2 wegbekommen würde, weil 3000 ist ja auch noch über Sub und Björn. 400.000 im Koffer oder 1 Million natürlich im Koffer, bist du klar über Kelly anzusiedeln. Mit Millionen würde ich es garantiert ins Finale schaffen, weil dann könnten Leute nur noch mit mir gleichziehen. Ja, das ist sehr unwahrscheinlich, weil da weiß ich gar nicht, wie oft schaffen wir es in dieser Show, die Millionen auszuspielen? Einmal. Wie ich schon letzte Woche Folge, ich sag's jede Folge gleich, in der ersten Staffel habe ich ja geschafft, den Cent und die Millionen auszuspielen. Wie wahrscheinlich ist das? Ja. Aber das machen wir mal die 15 auf. Genau. 5.000. Okay, jetzt haben wir wirklich nur mehr die 3 großen Beträge, die auch da wenn sind. Jetzt ist die Todesfalle. Wenn ich einer dieser 3 großen Beträge erwische, dann ist mein Angebot in den Keller geschossen. Das heißt, ich muss jetzt nur noch diese Hoffnung aufrechterhalten, dass in meinem Koffer dieser hohe Betrag wäre, damit ich halt das Angebot höher wird. Aber wenn ich jetzt entweder die 300, 400.000 oder die Mille kriege, dann Kehle durch, dann war's das. Deswegen Genickbruch in dem Sinne. Deswegen, ich weiß es nicht, nehmen wir einfach mal die 20. 1 Million. Das war die Mille. Genau, ich kann immer noch die 400 oder 300.000 in meinem Koffer haben. Ich habe nichts mehr zu verlieren. Das ist ja eigentlich... Es geht hoch. 48.000. Es geht hoch, yay. Du darfst aber jetzt nicht diese Daniel-Mentalität annehmen, die er normalerweise am Tag legt. So, es ist alles schon scheißegal. Nö, ist es natürlich nicht. Ich meine, klar, die Mille ist weg, aber ich meine, 400 und 300.000 sind trotzdem noch zweiter bzw. erster Platz in dieser Liste und hohe Beträge. Es ist immer noch theoretisch möglich. Und eigentlich kann ich immer noch sehr viele Beträge aus der linken Hälfte abfarmen, um meine theoretische Offer noch mehr zu erhöhen. Es kann, die Offer kann nur höher werden, ehrlich gesagt. Ich muss sehr viel Pech haben, dass es abgefuckt wird. Und 48.000 du ist für mich musst immer jetzt noch, wie gesagt, 3 Koffer öffnen. In dem Sinne, ich glaube, mit 48.000 werde ich es nicht, bei noch 4 weiteren Leuten werde ich es nicht in die Top 4 schaffen. Und deswegen... Ich glaube, selbst mit 100.000 werde ich es nicht schaffen, deswegen ist es mir egal. Ich meine, in meinem Kopf ist es so, mit 48.000 habe ich es eh schon verkackt, dann kann ich mir die 200 € nehmen, weil das für mich dann, ehrlich gesagt, keinen Unterschied macht. Und selbst wenn wir nicht diese Top 4 hätten, wäre für mich 48.000 auch einfach zu wenig. Das ist für mich einfach nichts. Deswegen No Deal.
Kann nicht wieder sein, so wie letztes Jahr, dass dann die Leute anfangen zu zocken, unnötig und sich von den Top 4 so weit entfernen. Deswegen, ich kann nicht mal zocken, weil in dem Sinne, bei mir ist die Mentalität gerade, ich habe nichts mehr zu verlieren. Bei mir ist schon richtig hart, ich bin eigentlich schon richtig hart gefickt. Aber ich habe nichts mehr zu verlieren. Das heißt, ich kann immer noch in dem Sinne große. Ich meine, ich kann jetzt konsequent 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 kleine Beträge hintereinander abbauen und dadurch meinen Offer hart in die Höhe schießen. Benny? Ja. Okay. Dann no deal, bitte. Und hoffentlich wird Weihnachten mich nicht ficken, denn ich nehme die 24. Dreihunderttausend. Doch, es fickt mich. Dann nehme ich die 25. Machen wir einfach, wie gesagt, ich habe nichts mehr zu verlieren. Ein Ich spiele jetzt umgekehrtes einfach C drauf. bleibt übrig. 100, das war damals Betrag, den der Student hatte. Den kannst du jetzt nicht mehr erreichen. Dann nehme ich mal die Pechzahl 13 weg. Ist da jetzt die 4000 drin und ist die letzte Das wäre Chance witzig. auf den Platz in den Ich Top habe noch 4 meine weg? letzte Hoffnung. Deswegen, ich meine, ich kann alles geben in dem Sinne. 200. Ich arbeite noch auf die Hoffnung hin, weil ehrlich gesagt, Wir mein gehen Niveau ist wieder wieder rund. weniger geworden. Geht wieder runter. 43.000. Jetzt kommt es wirklich darauf an. Es kommt jetzt wirklich darauf an, ob du jetzt zwei Koffer sind jetzt so öffnen. Jetzt wird es spannend. Jetzt kommt es darauf an. Spielst du die Runden weiter und du wischst einmal die 400.000, Dann ist alles vorbei. dann war's das. Dann bist du irgendwo im Niemandsland. Aber wenn ich zum Beispiel entweder das da oder ich habe wirklich Glück und die 400.000 in meinem Koffer, was im Moment noch möglich ist, oder ich baue eigentlich die kleinen Beträge weg und sage dann schnell genug Stopp quasi, bevor ich die 400.000 erwischen kann. Da muss ich dann Glück haben, falls ich sie nicht in meinem Koffer habe. Da musst du halt dann verlangen oder taktieren, wie viel traust du dir noch zu? Was glaubst du ist noch möglich? Deswegen, für mich ist es egal. Ich kann auch meinetwegen den 1 Euro mitnehmen. Es ist für mich kein Unterschied im Vergleich zu 42.000. Es ist mir jetzt egal, ob ich Letzter werde oder Vorletzter werde oder Vorvorletzter werde. Das ist für mich keine Bedeutung. Ich möchte nämlich ein gutes Ergebnis haben. Und deswegen, ich bin jetzt quasi komplett gegenteilig zum letzten Mal, wie ich gespielt habe. Denn ich hätte letztes Mal easy den Sieg holen können, aber das ist egal. Hätte, hätte, Fahrradkette, wie gesagt. In dem Sinne, aber wie gesagt, für mich, selbst wenn ich 150.000 noch raushole oder so, oder 100.000, dann wäre ich zufrieden. Aber 42.000 ist für mich nichts. Deswegen weg damit. No deal. Sicher? Sehr sicher sogar. Wie gesagt, für mich gibt es keinen Unterschied zwischen 42.000 und 1 Euro. Das ist für mich genauso wertlos. Deswegen ist es mir Zwei Koffer scheißegal. musst du musst auch zwei Koffer öffnen. Ja. Zwei Koffer. No deal, definitiv. Das ist mir jetzt egal. Wir haben jetzt noch Wie die gesagt, ich habe 8, nichts mehr. 9, 10, 18, 21, 20 und 23. Ich habe nichts mehr zu verlieren. Deswegen nehmen wir mal die 18 und schauen, ob da die 400.000 drin ist. Ja, da ist die 400.000 drin. Ja, gut, mal schauen. Dann nehmen wir die 8. 10 Euro. Das sind 10 Euro. Traurige ist 100. 100. Das heißt, wir sind jetzt beim Punkt angelangt. Kommst du über Daniel oder nicht? Nimmst du Platz auf der Liste ein, ja oder nein? Deswegen definitiv no deal. Also ich sag nein, keine Du musst einen 100.000. Koffer öffnen. Ja, no deal. Koffer 22, bitte. 22. Die 500, also wirklich, ich habe wirklich einen Scheißkoffer genommen, ne? Lucky Number 7. Ich habe nichts mehr zu 90. Pech. Ja, natürlich, ich habe den besten Betrag weggenommen. No deal, definitiv. Wie gesagt, ich habe nichts mehr zu verlieren. Das macht für mich keinen Unterschied. 90 Euro ist genauso nutzlos wie 1 Euro. Aber pass auf, dass du nicht das Zeugs machst. Ich weiß. Ich werde rechtzeitig so. Ich werde einfach, wenn die 1 Cent in den letzten Koffern übrig ist, dann werde ich aber den Deal annehmen. Das ist höher als 1 Cent. Deswegen bin ich safe in dem Sinne. So, 21 bitte.
Also wirklich, ich habe das größte Pech, was ich in diesem Spiel habe. Es ist unglaublich. Jetzt kann ich auch unmöglich Daniel toppen, weil der Banker mir auch keinen guten Betrag machen wird. 30. No deal. Ist mir egal. Gott. Die 9, bitte. Ich glaube, da ist jetzt die 75 drin. Also es ist, glaube ich, die schlechteste Runde, die sie jemals gesehen hat. Der Cent! Der Cent ist weg. Hey. Damit nicht die schlechteste Runde. Ja. Du kriegst nochmal das nicht getoppt. Wie gesagt, ich hätte es unmöglich verkackt. Nö, ich will jetzt sehen, was in meinem Koffer drin ist, Nodium. 10 oder 30? 10. 10. 50. 50. Also ich habe entweder 1 Euro oder 75 Euro. Mal schauen. Ich glaube, ich habe die 1 Euro. Damit habe ich dann das zweitschlechteste Ergebnis in der Geschichte. Du kannst jetzt entscheiden, 40 oder 40, 75 oder 1. Oder nehme ich einfach die 40? Aber ich meine, selbst unter 40 bin ich unter jung, oder? Jung hat 50. Jung hat, ja, deswegen. Ich meine, wie gesagt, die ganze Zeit, ich habe nichts zu verlieren. Ich bin mir sehr sicher, dass ich die 1 Euro habe, weil ich so viel Pech hatte in dieser Runde. Das ist quasi die schlimmste Runde, die es jemals gab. Der Einzige, der es getoppt hat, war Styx. Deswegen möchte ich ein Beispiel setzen und 0 Deal sagen und einfach hoffen, dass ich 75 habe, welche ich nicht habe. Also nach der letzten mörderlangen Folge von... Ich ziehe es eiskalt durch, ich muss ja nicht viel darüber nachdenken. In dem Sinne, ich habe ja sogar gesagt, für mich ist der Unterschied zwischen 48 und 1 Euro, gibt es keinen Unterschied. Deswegen gib mir die 1 Euro, ist mir egal. Ja, nachdem wir letzte Folge ewig lang gehabt haben und Kellys Folge ewig lang war, haben wir jetzt mal wieder eine... Wieso waren die so lange? Haben die immer die ganze Zeit diskutiert und so, ob sie jetzt hier Video machen wollen? Kelly ist halt bis 342.000, der hat einen guten Deal gemacht, der hat 75.000 drin gehabt, der hat halt mega lang hohe Beträge gehabt. Deswegen, ich meine, ist jetzt egal, ob ich 1 oder 75 Euro hatte, aber hätte ich nicht so viel Pech gehabt, dann hätte ich die ganze Zeit die schlechten Beträge abgearbeitet, anstatt die guten Beträge, dann hätte ich auch gute Deals bekommen. Deswegen dann hätte man auch mehr diskutieren müssen. Dann hätten wir auch mehr irgendwie, weil hier ist halt so, wenn du eine schlechte Runde hast, kann das schnell dann machst du, willst halt weiter, der Deal ist nämlich nicht, du musst halt hochkommen und damit wirst du halt. Und wenn es halt, wie gesagt, ich meinte ja am Part Anfang, es geht einfach um Glück und Pech und wenn es nicht läuft, dann läuft es einfach nicht. Ich meine, ich habe konsequent in der ersten Runde 6-mal in der rechten Hälfte eliminiert, ich habe alle guten Beträge eliminiert, sodass am Ende nur noch Beträge auf der linken Seite übrig waren, was der pure Horror ist. Deswegen, es hätte auch ganz anders laufen können. Ich hätte zum Beispiel, selbst wenn in der 7 die 75 und die 1 Euro ist, ich hätte auch konsequent nur aus der rechten, linken Seite killen können, hätte dann einen guten Deal machen können und so, und dann wäre ich halt, ne, wäre ich definitiv, hätte ich definitiv was gerissen, aber ich habe einfach nur eiskalt Pech gehabt. Kann man nichts machen. Und jetzt gib mir einfach den Euro. Letzte Folge bei Jung hatten wir das so, wir waren auch bei den letzten zwei Koffern, aber mit der doppelten Zeit. Also das doppelte Zeit von jetzt. Das heißt, wir haben da viel mehr diskutieren können, weil halt die Billion bis zum letzten Koffer da nicht. Das war damals zwischen 50 und Millionen, das Mal ist es 1 und 75. Du kannst trotzdem noch besser aussteigen als Jung im letzten Part. Ich war halt jemand, der nichts zu verlieren hatte, aber ich habe auch die ganze Zeit konsequent gesagt, solange ich nicht einen bestimmten Betrag erreiche, ist es mir nutzlos. Es bringt mir nichts, 42.000 zu haben. Es ist für mich nutzlos. 48.000 war für mich auch nutzlos. Es ist kein guter Betrag. Für mich gibt es keinen Unterschied zwischen 48.000 und 1 Euro. Deswegen, weil es mich nicht weiterbringen wird. In dem Sinne, ich werde trotzdem dann, ich meine, ob ich jetzt nun Letzter oder Vorvorletzter bin, macht für mich keinen Unterschied. Das ist genauso nutzlos. Deswegen habe ich so weit getrieben. Also, 40 Euro, Deal und No Deal. In der Hoffnung, wenigstens nicht allerletzter zu werden, sage ich No Deal. David. Aber gib mir den Euro, komm, gib mir den Euro. Yes! Yes, ich wusste es! Ich wusste, dass ich den Euro habe. Es war so klar, deswegen, die ganze Runde war von Pech verfolgt. Und so, ich nehme die Glückszahl und weißt du, deswegen, diese Runde ist ein perfektes Beispiel, was dir nicht in Deal & No Deal passieren darf. Du hast den zweitschlechtesten Betrag in deinem Koffer, du haust die ganze Zeit nur die hohen Beträge weg und deswegen... Ich meine, man kann mich jetzt noch toppen in dieser Staffel. Ein Gegner von mir kann noch den Cent kriegen. Also die Wahrscheinlichkeit ist fast null. Ja, fast null. In dem Sinne, ich meine, Leute, weil, ne, wie gesagt, ich sag euch die Taktik, wie ihr die Cent vermeiden könnt.
wenn nur noch der Cent und ein anderer Koffer übrig ist, nimmt einfach der Deal. Den Deal, dann kriegt ihr garantiert nicht die Cent. Außer der einzige Mal, wo es sich lohnt, das einzige Mal, wo es sich lohnt, ist, wenn du Cent oder Mille oder Cent oder 500.000 hast. Wo du halt wirklich was Hohes daneben hast, wo es wirklich um was geht. Sonst lohnt es sich nicht. Aber wie gesagt, bei mir war es halt so, 1 Euro ist halt nicht schlimm. Ist jetzt der zweitschlimmste Betrag in der Geschichte, aber das ist halt nicht der Cent. Und ich hatte mit der 75 Euro noch die Chance, über Jung zu kommen, deswegen bin ich es eingegangen. Aber für mich war es in dem Sinne, ist das perfekte Ende für diese Runde, weil es die schlimmste Runde jemals war, Deal or No Deal. Gefühlt würde ich jetzt gerade fragen, Bernie, darf ich noch eine Runde machen? Können wir die Aufnahme löschen? Aber wahrscheinlich wird er Nein sagen, deswegen weil ich die Runde. Muss aber fair sein und jeder hat als deinen Versuch leider nein. Gefühlt würde ich es fragen, deswegen, ich weiß, dass es nicht passieren wird, aber die Runde war halt so scheiße in dem Sinne, dass man gefühlt eine zweite Runde starten könnte. Oh ja. Jedenfalls. Ich bin noch nicht sollte, ich sollte aber Pech. Das heißt, mit den Euro wird man auch dich dieses Jahr nicht in den Top 4 hören und nochmal sehen. Boah, in dem Sinne ich. Es ist eigentlich. Im ersten Jahr war ich in den Top 4. Es ist mir doch unglaublich, dass Daniel mit 100 Euro sich schon 2 Folgen diesen Platz an der Sonne. Also noch, da ist ein Platz auf dem... Er nicht lange halten können. Er hat so heute schon 2 Folgen. 4 Folgen kommen noch. Also ja, in dem Sinne, klar, ist die Wahrscheinlichkeit besteht, dass alle genauso viel Pech haben wie ich, aber ich bezweifle es. Kann ja bis zur letzten Folge sein, da muss der Erste nur bei der ersten Folgerunde schon Deal sagen, das ist der kürzeste Part von allen. Deswegen. Ich meine... Aber ich glaube es nicht, dass es passiert. Genau, der Letzte hat echt den Vorteil, weil... Er kann warten, was alle gespielt haben, weil ich habe ja, zum Beispiel, wenn das die letzte Folge gewesen wäre, hätte ich jetzt 48.000 sind Deal sagen können, weil ich wusste, dass ich es schaffen werde, aber ich denke mir jetzt, 48.000 ist nicht genug für die zukünftigen Leute, die auftauchen. Deswegen, das ist mein Nachteil, weil ich nicht Letzter bin. Darum habe ich gefragt, ob ich die Liste einblenden soll oder nicht. Eigentlich müsste ich sie ausblenden. Eigentlich? Wieso denn? Weil... Ich weiß, wenn ich das schon gesehen habe. Habe ich ja schon. Stimmt, weil... Das muss man mir erstmal lassen. Ich habe die Parts, die mich Zeit nach oben. Ich meine, ich habe den Part von Kelly schon gesehen, von Zapp habe ich den auch schon gesehen, von Mirok auch, deswegen. Jungspa ist auch schon oben. Ja, den habe ich noch nicht gesehen. Der ist erst seit 2 Stunden online. No. Deswegen, der Lacker hat mal die luckigste Runde in der Geschichte von Deal or No Deal. Okay. Ich meine, ich wette, selbst Styx hat in seiner Runde höhere Beträge vom Banker bekommen oder so. Also bei dem lief es nicht so konsequent scheiße, weil bei mir war ja immer rechte Seite weg, 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 rechte Seite weg. Ich hatte nicht einmal irgendwie einen Hoffnungsschimmer, weißt du? In meiner Runde gab es nicht einmal einen Lichtblick. In meiner Runde gab es nicht einmal ein positives Gefühl. Es war halt konsequent aufs Maul bekommen. Bis zum Schluss, wie ihr sehen dürft. So, mehr oder weniger, wir müssen drauf treten auf ihn, bis er wirklich am Boden liegt. Ich lag schon ja gefühlt nach der ersten Runde am Boden, ne? Ja. Es gab eine zweite Runde, die noch ein bisschen noch was ausgeschaut hat, aber ja, nee. War leider nichts. War leider diesmal nichts. Also auch solche Runden können vorkommen. Dann bis zum nächsten Jahr. Mit dir wieder bei dem No Deal. Bis dahin. Fick dieses Spiel. Ciao.